Luc Ferry, Leben lernen, eine philosophische Gebrauchsanweisung, eine Rezension aus meinem Buch Literarisch-philosophische Rezensionen. Anschauliche und aktuelle Erzählung philosophischer Themen. Luc Ferry wurde 1951 in Colombes geboren, studierte an der Sorbonne und unterrichtete an verschiedenen französischen Universitäten. Von 2002 bis 2004 war er Erziehungsminister in Frankreich. Heute lebt er als Philosoph mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Paris. Luc Ferry will mit diesem Buch eine Einführung vorlegen, das ist ein Zitat, die so lesbar wie möglich ist, aber ohne dass Reichtum und Tiefe der philosophischen Vorstellungen darunter leiden. Darum versuche ich hier all das vorzustellen, was ich heute in der Geschichte des Denkens als wirklich wichtig erachte. Dieses Ziel ist ihm größtenteils gelungen. Größtenteils deshalb, weil er durch Schwerpunkte bei der Darlegung seiner Philosophiegeschichte setzt. Der größte Schwerpunkt liegt am Anfang im Begriff des Todes und der Angst vor dem Tode, am Ende im Begriff der Liebe. Das Buch ist in 6 Kapiteln eingeteilt. Erstens, was ist Philosophie? Zweitens, ein Beispiel aus der antiken Philosophie, die Liebe zur Weisheit bei den Stoikern. Drittens, der Sieg des Christentums über die griechische Philosophie. Viertens, der Humanismus oder die Geburt der modernen Philosophie. Fünftens, die Postmoderne, der Fall Nietzsche. Sechstens, nach der Dekonstruktion, die zeitgenössische Philosophie. Ferry geht in der Philosophiegeschichte nicht unbedingt chronologisch vor, er nimmt Epochen vorweg oder behandelt nur eine philosophische Sicht, wie die Moral und die Ethik zum Beispiel, ausführlicher. Insgesamt beschäftigt er sich, wie der Titel schon sagt, mit philosophischen Fragen, die in Richtung, wie soll man leben, was ist gut oder schlecht, also mehr ethische Fragen als zum Beispiel mathematische, sprachliche oder naturwissenschaftliche Fragen. Wie ein roter Faden durchzieht sich in diesem Buch die Unterscheidung zwischen Religion und Philosophie. Pascal, Augustinus, Thomas von Aquin werden hierfür herangezogen. Überlegungen hinsichtlich der Bedeutung und Erscheinung von Liebe und menschliche Beziehungen bzw. Bindungen kommen auch sehr stark zum Vorschein. Begriffe wie Rassismus und Arbeit werden im philosophischen Kontext gestellt. Dem Nietzsche als postmodernen Denker, als Illusionszerstörer wird ein eigenes Kapitel gewidmet und in Verbindung mit dem Wort Ideal gebracht, aber auch in Verbindung mit Freud und Marx. Was laut Ferry heute die Gemüter beschäftigt, ist die Technik, der Materialismus und die Frage, wie man, nachdem wir uns einbilden, alles zu wissen, alles zu können, Beherrschung beherrscht. Ferry bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den Namen Heidegger. Für ihn ist nämlich der Schlüssel zum Heil folgender: ein bisschen weniger offen, ein bisschen mehr lieben. Ein bisschen hat mich dieses Buch an Sophies Welt von Jostein Gaarder erinnert, auch eine sehr gute Zusammenfassung der Philosophiegeschichte. Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen, hauptsächlich, weil es sehr anschaulich, einfach geschrieben und obendrein mit aktuellen Fragestellungen durchgezogen ist, wie an folgenden Sätzen ersichtlich.
Es geht nicht mehr so sehr darum, durch sich selbst zu denken, als auf einen anderen zu vertrauen. Und hier liegt wahrscheinlich der größte und bedeutsamste Unterschied zwischen Philosophie und Religion. Die Dekonstruktion, die Kritik an den Illusionen und Naivitäten der herkömmlichen Weltanschauungen. Und in dieser Hinsicht ist Nietzsche der Größte, der Meister des Argwohns, der große Herausforderer, der für die ganze kommende Philosophie eine Sperre einbaut. Womöglich, unmöglich, nach ihm zu den alten Glaubensüberzeugungen zurückzukehren. Der Lauf der Geschichte ist so mechanisch und anonym geworden, dass das Dringlichste in Zukunft mit Sicherheit nicht mehr darin besteht, unauffindbare Mächte zur Verantwortung zu ziehen, sondern im Gegenteil, neue Ideen, sogar neue Ideale zu entwickeln, um ein Minimum an Macht über das Weltgeschehen zurückzugewinnen. Denn das wahre Problem besteht ganz gewiss nicht darin, dass die Welt insgeheim von irgendwelchen Mächten geleitet wird, sondern im Gegenteil, dass sie uns inzwischen allen aus der Hand gleitet, auch den Mächtigen. Das Wort Transzendent versteht sich im Verhältnis zur Menschheit. Es bezeichnet eine Realität, die den Menschen übersteigt, aber trotzdem nicht außerhalb des Universums angesiedelt ist. Die Transzendenz ist nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Damit ist die Technik ein von sämtlichen Zwecken befreiter Prozess, ohne jede Form von definierter Zielsetzung. Im Grunde weiß niemand mehr, wohin uns der Lauf der Welt führt, denn er wird mechanisch durch den Wettbewerb und nicht vom bewussten Willen von Menschen gelenkt. In einer Welt der Technik geht es um das Beherrschen, um des Beherrschens Willens.